Enttäuschende Rede an das Volk. Der syrische Präsident Bashar al-Assad bleibt hart und spricht weiterhin von einem Komplott gegen Syrien. Syriens Präsident hat sich heute in einer Rede an das syrische Volk gewandt, zum dritten Mal seit Beginn der Revolte. Er erklärte, Syrien sei Opfer eines Komplotts, Saboteure seien für Gewalt und Chaos verantwortlich. Reformen kündigte er nicht an. Auch ein Ende der Repression ist nicht in Sicht. Seit Beginn der Proteste wurden mehr als 1300 Menschen getötet. Fanny Lepin berichtet. Beifall für den Präsidenten in der Universität Damaskus. Bashar al-Assad spricht vor einem sorgfältig ausgesuchten Publikum. Er hatte sich rar gemacht in den letzten Monaten. Am Ton hat sich jedoch nicht viel geändert. Die Protestbewegung sei ein Komplott, erklärte er einmal mehr, und er werde sie stoppen. Und er sei zu einem nationalen Dialog bereit. Die Frage ist nur, ob sein Volk das überhaupt noch will. Es ist erst das dritte Mal seit Beginn der Proteste, dass sich der syrische Präsident an sein Volk wendet. Dreimal in mehr als drei Monaten, in denen er mit aller Gewalt versucht hatte, die Bewegung im Keim zu ersticken. Schon am 30. März, zwei Wochen nach Beginn der Demonstrationen, hatte er von einer ausländischen Verschwörung gesprochen. Die Syrer protestierten weiter. Am 16. April kündigte Assad dann erste Reformen an, darunter auch die Aufhebung des Ausnahmezustands. Doch das reichte nicht mehr. Angesichts der brutalen Repression verlangt das Volk Assads Rücktritt. Inzwischen organisiert sich die Opposition zusehends. Gestern hielt eine Gruppe Regimegegner an der türkischen Grenze eine Pressekonferenz ab, bei der sie die Bildung eines nationalen Widerstandsrats ankündigte. Im Namen der Märtyrer und im Namen der Nation des Verstandes und der Seele ist es unabdingbar, dass die Abgeordneten des Parlaments ausgewechselt werden. Diejenigen, die unser Land im In- und Ausland vertreten, müssen ausgewechselt werden. Unterdessen drängen sich immer mehr Flüchtlinge an der türkischen Grenze. 15.000 Menschen sollen auf der Flucht sein. Das Regime versucht mit Gewalt und Einschüchterung, sie daran zu hindern. Das berichten zumindest diese Männer und Frauen, die es bereits in die Türkei geschafft haben. Die Europäische Union kündigte heute an, sie wolle ihre Sanktionen gegen Syrien verschärfen.